So, und damit herzlich willkommen zurück zu ETS. Ich entschuldige mich mal gleich am Anfang schon für die letzte Aufnahme. Da ist der Ton etwas verkackt worden. Das hörte sich an, als wenn, keine Ahnung, als wenn jemand ertrinken würde. So, es war dieses gluckernde Geräusch des Motors. Ich glaube allerdings, oder ich habe einen Rauschfilter drin gehabt von OBS selber. Den habe ich jetzt rausgenommen, habe mal ein bisschen probiert und es ist weg. Also denke ich mal, dass der Rauschfilter das verkackt hat. So, damit kommen wir jetzt aber zur eigentlichen heutigen Testmap. Das ist Rumänien. Wir gucken jetzt direkt am Anfang nach, welche Mods wir drin haben. Auf die brauchen wir jetzt gar nicht mehr einzugehen. Wir haben eine Grafikmod, wir haben den Route Advisor, City Lightning, More Traffic, auch hier die Real Gas, also die realen Tankstellen, die wirklichen, Headlightning, Buildings, auch das Megapack wieder. Hier haben wir auch Sounds für Cars drin. Das weiß ich gar nicht, ob wir es bei dem letzten hatten. Wir haben realistischen Regen, Nebel und Donner. Dann haben wir hier auch die Overwrites drin und die Map Rumania. Also Rumänien. So, und die starten wir jetzt auch. Die habe ich schon ein bisschen gefahren. Die hat echt süchtig gemacht. Ist ein Maßstab. Ich meine von 1 zu 3. Und ich werde jetzt nicht viel davon erzählen. Wir gucken uns das an. Das ist übrigens die Grafikmod Project Next Gen. Für mich eine der besten Grafikmods überhaupt. Und ich hoffe, dass mir diesmal der Ton nicht wieder so verkackt wird. Ja, wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal dafür. Es war nicht schön. So, das ist eigentlich, man hat eigentlich immer, glaube ich, den LKW drin, wenn man sich ein Profil erstellt, kann man sich direkt einen Start-LKW aussuchen, mit dem man die erste Tour macht. Und wo man dann auch sofort irgendwo einen Händler von hat, wenn man sich LKWs kauft, hast du nur diesen einen Händler, also nur von dieser einen Marke hier, in dem Sinne von Scania. Die anderen musst du erstmal finden, sonst hast du sie nicht frei. So, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Die Map heißt hier Test 2. Wir haben hier natürlich nur eine Garage, da bin ich letztes Mal gar nicht drauf eingegangen. Man sieht hier Garagenanzahl, LKW-Anzahl, Aufliegeranzahl, Fahreranzahl. Übrigens, Cepit, es heißt nicht Hänger, Hänger hast du in der Hose, es heißt Auflieger. Ist mir aber auch hinterher selber erst aufgefallen, aber ich glaube, selbst dafür gibt es verschiedene Namen. So, wir haben dreimal E-Mails bekommen, weil ich muss gestehen, ich bin die Map schon eine ganze Zeit gefahren. Wir haben hier Profit der letzten 7 Tage 5.000. Wir haben ein Gesamtkapital von, was ist mein Kapital da, 7.500. Können uns natürlich noch nichts davon kaufen. Aber wir suchen uns jetzt auch, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir suchen uns jetzt die erste Tour. Oh, heute mal nach 2 Minuten, nicht nach 7 Minuten. Jetzt dauert es einen Moment zum Aufbauen. Wir nehmen uns heute einfach mal einen festgelegten LKW. Und zwar habe ich überlegt, wir fahren diesmal mit Renault. Sieht man nicht allzu häufig. Ich glaube, die haben auch alle keine Navis. 224 Kilometer braucht man hier eigentlich gar nicht so eine Angst vorzuhaben. 140 Kilometer. Gabelstapler 140. Pass auf, wir machen zwei Touren. Testen zwei LKWs noch dazu und nehmen so 140er. Nehmen so 100 Kilometer Touren an und hoffen, dass wir auch in der Stadt sind. Dass wir auch ein bisschen was davon sehen. Auch hier Project Next Gen. Erstmal die Werbung drin. Toll, ich habe jetzt in der zweiten Aufnahme keinen Kaffee mehr. Hätte ich dran denken sollen. So, jetzt habe ich erstmal gekleckert. Das Ding hat natürlich passenderweise kein Navi. Man kann sich auch mal die LKWs von innen angucken. Das sieht schon geil aus hier, ne? Ups, das sieht schon geil aus hier. Jetzt siehst du auch hinten, wenn du kannst übrigens, ich glaube, das haben wir auch gemacht, komplett aus dem Fenster rauslehnen. Oder du kannst dich komplett aus dem Fenster lehnen. So, wir fahren jetzt erstmal los. Sollte man die Handbremse machen, wir diesmal vorher raus. Diesmal war sie gar nicht angezogen. Oh mein Gott, ich glaube, das Spiel mobbt mich einfach nur. Wir müssen jetzt gleich links. Durch die Grafikmod haben wir jetzt auch so ein bisschen, ich sehe es gerade mal hier, so ein bisschen Nebel. Ich meine, das kommt durch die Grafikmod. Dann haben wir auch die Punkte an den Leitplanken. Die sind jetzt in einer Art Türkis. Ich meine, die sind, wenn sie da sind, sonst in Rot. Sind so Kleinigkeiten, die man halt erklären kann. Obwohl wir eigentlich die Map testen, erzähle ich auch relativ viel über die Mods. Wir können das auch mal machen, dass wir im Einzelnen, das ist mir jetzt im Nachhinein erst bewusst geworden, da wir durch die ganzen Mods auch die Map so ein bisschen verfälschen, dass wir einfach nur die Map fahren und die Mods rauslassen und die Mods im Nachhinein im Einzelnen testen. Das heißt im Einzelnen, dass wir uns immer zwei, drei zusammensetzen. Ich hoffe, man hört mich noch.
immer so zwei, drei zusammensetzen und die dann mal testen, wie neue LKWs. Du kannst alle möglichen LKWs noch zumodden. Da gibt es eine ganze Menge von, die könnten wir mal testen. Also wenn wir hier, wir können so einen Let's Test wirklich richtig hammer ausweiten. Also es gibt alle möglichen Dinge hier, die man testen könnte. Jetzt gucke ich gerade mal, wo mein Dingsbums ist. Mein Tempomat wird da angezeigt. Wir gucken natürlich ordnungsgemäß in den Rückspiegel. Also mit dem Nebel macht das Ganze schon ein bisschen was her. Sieht schon geil aus. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob es in der normalen ist, ob es jetzt wirklich von der Grafikmod kommt. Kommt mir so vor, ich würde aber nicht drauf wetten wollen. Wir können jetzt auch von der Stadt hier nicht, wir können jetzt auch viel von Details nicht viel erzählen. Super Satz. Danke für mich selbst. Danke an mich selbst. Weil wir haben hier halt außerhalb der Städte, ich meine, es sieht überall gleich aus. Da kannst du auch nicht viel machen. Die ist so ein bisschen begrenzt, beschränkt, was du zur Verfügung hast. Aber ja, du könntest jetzt, glaube ich, Burgen und so dazwischen klatschen oder einfach mal so verwahrloste Gebäude, Bauernhöfe dazwischen, so runtergekommene Häuser, so alte Ruinen hier zwischen wäre auch schon geil, oder so Burgruinen zwischen packen wäre auch geil. Ich habe auch mal versucht, eine Map selber zu erstellen, wollte ich beim letzten Mal schon erzählen. Es ist nicht leicht, obwohl du eigentlich alles fertig hast, du puzzelst das quasi nur zusammen. Nur ich hatte damals das Problem, dass der diese Puzzleteile einfach, also diese ganze Map, diese halbe Viertel-Map, die ich erstellt habe, wie auch immer, überhaupt nicht gespeichert hat. Also ich habe die dann abgeschlossen, wollte die den ersten Teil abgeschlossen, den ich haben wollte, wollte das am nächsten Tag dann wieder in diesen Creator, wie auch immer, laden. Und der sagte mir dann einfach, nö, die ist gar nicht da. Dann hatte ich hinterher noch raus, also ich habe so viel rausgefunden, man muss sie in eine SCS-Datei umwandeln. Aber das habe ich auch gemacht und trotzdem, die Map wurde aufs Verrecken nicht geladen. Ich weiß nicht, wo mein Fehler war, den ich begangen habe, ob ich einen Fehler begangen habe oder ob es wirklich jetzt von der vom Spiel selber ein Fehler ist. Kann es aber eigentlich nicht sein, weil sonst würden wir jetzt zum Beispiel nicht auf dieser Map fahren. Oh, hier bleibt doch, hier ist 50. Ich habe jetzt übrigens hier schon automatische Motorbremse und Retarder schon reingepackt. Das heißt, deshalb brauchen wir jetzt gar nicht mehr viel einstellen. Was man allerdings auch hört, sind jetzt Autogeräusche von den anderen. Ich weiß gar nicht, ob es im letzten Mal so war. Die sind jetzt auch gemoddet. Wir werden uns auch irgendwann in einer Folge mal nur mit dem Autoverkehr hier befassen. Was kommt da für eine Tankstelle? Kenne ich dich? Kann man gar nicht sehen. Das sind mehrere. Oh. Man hat auch keinen Dieselpreis gesehen. Ich meine, ich hätte aber die realistischen hier drin. Hatte ich jetzt gar nicht drauf gehabt. Doch, hatte ich. Doch. Die ist drin. Die sind drin. Kann aber auch sein, dass das hier nicht funktioniert gerade. Ja, da müssen wir jetzt mal verstärkt drauf achten. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ach so, eine Map selber erstellen, aber es ist schwierig. Es ist unglaublich schwierig. Es sieht sehr einfach aus, ist es aber nicht. Boah, jetzt müssten wir eigentlich voll auf die Bremse gehen. Oh, cool. Warte mal. Hörst du das? Wie geil. Vor allen Dingen, die arbeiten auch. Nicht so wie an mancher Autobahnbaustelle, die einfach nur aussieht wie so ein Museum. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt stehen bleiben. Wir haben doch genug Platz durchzufahren. Dann weiter, jetzt mal von dem ab, werden wir beim Mod-Testen uns auch die SISL genauer anschauen, was da alles so drin ist. Weil wir können uns dann, es geht natürlich jetzt nur mit eigenem LKW, ganz klar. Wir könnten uns dann auch hier eine Beifahrerin oder einen Beifahrer hinsetzen. Der sitzt da zwar einfach nur stumpf rum und macht nichts, oder sie, aber es macht auch schon was her. So eine Dinge, die können wir halt testen. Würde ich auch ganz gerne machen. Im Moment habe ich wieder so ein bisschen Lust auf ETS. Ich muss gestehen, ich habe eine ganz lange Zeit keine Lust mehr auf ETS gehabt, weil ich habe es einfach zu viel gespielt. Ich war von dem Spiel sozusagen übersättigt. Waren, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 700 Stunden mittlerweile, 600-700 oder irgendwo dazwischen, und irgendwann hast du keinen Bock mehr darauf. Jetzt ist die Lust wieder da, nach, ich weiß nicht, einem Jahr oder so, knapp ein Jahr, und jetzt möchte ich was machen, und jetzt habe ich das auch überlegt, ich habe mal echt Bock, da was aufzunehmen von, also mache ich das einfach mal. Und das war jetzt einfach nur die Erklärung, wie es zustande gekommen ist, dass hier ETS jetzt auf einmal auf dem Kanal ist. Da ist wieder eine Baustelle, nur diesmal auf der anderen Seite.
Das war die Erklärung dazu. So, wir sind jetzt leider, wir gehen mal wieder auf die Map ein, von der sind wir jetzt wieder ein bisschen abgewichen, wo wir außerhalb unterwegs sind. Das finde ich jetzt so ein bisschen schade. Ich würde gerne mehr Stadt sehen. Ich hoffe, die sehen wir noch. Weil normalerweise sind die Städte ja eigentlich recht groß, in denen man fährt. Ist also nicht wieder... Ich muss wieder so ein bisschen kritisieren auf der originalen SCS-Map. Das ist SCS, war der Hersteller, der Publisher, glaube ich. Wo man einfach zum Beispiel in Dortmund reinfährt. Nehmen wir jetzt mal Dortmund als Beispiel. Du fährst drei Straßen oder vier Straßen im besten Fall und bist raus. Das war dann ganz Dortmund. Also sehr, sehr klein dargestellt. Vor allem, ich halte mich auch mal an die Geschwindigkeit, sehe ich gerade. Komm, wir können 55. Ne, wir können 80 fahren. Wechselt hier auch ein bisschen schnell. Wie gesagt, in den Städten, du fährst rein, bups, bist raus. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie du draußen bist wieder. Und ich meine, wir werden auch, sobald für die 1.32 die Truck Sim Map kommt und die Pro-Mod, die werden wir auch noch fahren hier, beide. Weil die Pro-Mod, ich mochte sie am Anfang nicht, weil die Pro-Mod ziemlich zickig ist. Also wenn du die Pro-Mod mit mehreren anderen Maps, du kannst sie kombinieren mit mehreren Maps, wird die Pro-Mod so ein bisschen zickig und ein bisschen fahren ohne Licht. Oh, entschuldige. Wird die Pro-Mod so ein bisschen zickig und ist sehr absturzgefährdet. Sie stürzt halt sehr gerne ab. Und das sehr häufig dann. Ist also meistens liegt es aber daran, dass ich eine falsche Ladereihenfolge benutze. Ich hatte da mal jemanden, der konnte das eigentlich sehr gut erklären. Dem habe ich auch sehr viel zu verdanken, dass die Maps auch meistens funktioniert haben. In dem Sinne erstmal vielen Dank an Opa Schlumpf. Ich weiß nicht, ob er die Videos guckt. Ich hoffe einfach mal. Vielleicht kriege ich ihn ja oder kann ich ihn dazu selber mal wieder animieren, was mit ETS zu machen. Hat er früher sehr viel live gestreamt. War einfach, also die Streams von ETS, die er hatte, waren einfach nur cool. An dieser Stelle erstmal nochmal Dankeschön dafür. Und ja, wie gesagt, das soll jetzt nicht sein, mach, 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 sondern eher so, ja, ich hoffe, dass irgendwann was kommt. Wenn nicht, ist natürlich auch gut, weil ich kenne seine Denkweise da. Also er hat das ungefähr die gleiche wie ich. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, mache ich das nicht. Aber ich denke mal, oder ich hoffe, dass er irgendwann mal wieder Lust hat, was damit zu machen. Bei ihm wäre es dann halt auf Twitch. Im Moment sind keine Streams von ihm. Wer ihm allerdings folgen möchte, der sucht bei Twitch nach Opa Schlumpf. Ist für mich eigentlich so ein bisschen als Streamer so ein bisschen verkannt. Sollte man sich angucken. Kann man reingucken. Also er hätte da eigentlich mehr Zuschauer verdient, als er hatte am Ende. Weil es ist nicht langweilig, das kann man dazu sagen. So, jetzt genug von anderen Streamern, von der Map immer noch nichts genug erzählt hier. Wir sind auch leider nicht in eine Stadt gekommen. Und wir schauen jetzt mal, wo wir mit dem... Boah, Alter, hör mal. Ist das jetzt der LKW? Nee, da war eine Kreissäge oder so. Also auch schon sehr cool gemacht hier. Die Geräuschkulisse ist schon mal geil. Gefällt mir. Ich fahre jetzt nicht so weit hier rum. Weil wir müssen gleich dann wahrscheinlich... Ja, ich habe die Pylonen hier nicht. Jetzt sehen wir das, wovon ich im ersten gesprochen habe. Da dieses blinkende weiße Ding da. Wie gesagt, mir gefällt es nicht. Nicht mehr. Am Anfang war es sehr angenehm, weil man... Wenn man es noch nicht zu häufig gespielt hat, immer noch die Parkplätze sucht. Wenn man dann halt die Pylonen... Also ich besuche sie... ich suche sie heute noch. Aber es ist... Nach einer Zeit wird alles viel einfacher, weil man schon ungefähr erahnen kann, wo die Dinger sind. Wie gesagt, für als Anfang würde ich das noch nicht benutzen. So, wir fahren jetzt mal den kompletten Weg rückwärts, weil wir ja auch so gut rückwärts fahren können. Und schauen mal, dass wir den da reingeschaufelt kriegen. Wie gesagt, ich hätte... Oh, das ist wieder so ultra laut hier. In der Aufnahme war es letztes Mal, glaube ich, gar nicht so laut. Ich hole mal das Mikro ein bisschen näher ran. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch. Aber im Moment erzähle ich jetzt auch nicht wirklich. Doch, ich blubber durch. Schrecklich. Wir schauen jetzt einfach mal, dass wir den da reinkriegen. Und ich hoffe... Siehst du, im Moment nicht nachgedacht, falsch eingelenkt. Ist schon nicht gut. Thank you.
So, den sind wir los. Ich guck mal auf die Zeit. 15 Minuten, wir fahren noch eine Tour. Obwohl 15 Minuten, die Zeit ist eigentlich egal. Wir werden jetzt eh noch einige fahren. Wie wir sehen, wir sind auch hier Mitte Level. Wir werden Level 2. Jo, man hört das Schlucken jetzt nicht. Ich habe gerade was getrunken. Jetzt kann man das auch mal mit den Punkten hier zeigen. Wir haben jetzt, steht er irgendwo da, einen Fähigkeitspunkt. Die können wir jetzt, ich setze die mal auf hochwertige Fracht. Damit wären wir im Rang 2 und haben 10% höhere Vergütung. So, jetzt gucken wir mal, was das Auftragsangebot hergibt. Wir nehmen wieder so eine 100 Kilometer Tour und wir möchten diesmal, ach komm, wir fahren einfach mal mit dem DAF. Gucken welchen, wie weit fahren die? 162, 138, 162. Caterpillar klingt so nach Schwerlast. Wir nehmen den mal. Obwohl, warte mal. Wir können auch gucken, ob hier, jetzt muss ich gucken, Vieh, Spezialtransporte, ob die, die gibt es leider nicht. Wir können jetzt hier mal alle nehmen. Vielleicht geht es dann, wie komme ich hier wieder raus? So, alle gibt es leider nicht. Also die Spezialtransport ist ein DLC. Hier auf der Map leider nicht verfügbar. Werden wir aber gleich noch testen. Also in der nächsten Folge. Also nehmen wir die mal raus hier. Reicht Doppelanklick. Gut. Wir wollten einen DAF benutzen. Und wir nehmen den. Und wir fahren mal 162 Kilometer einen Caterpillar durch die Gegend. Do you know, you can use Next Gen with any other Weather Mod? Ja, das ist cool. Wir haben eine andere Weather Mod drin. Wir werden auch irgendwann mal Weather Mods testen, Winter. Oder ich füge einfach mal auf einer anderen Map, wenn wir sie testen. Wir haben jetzt übrigens ein Navi, das heißt, wir können den wieder ausschalten. Eine Weather Mod zu, wie Winter oder so. Guck mal, hier sind die Handbremsen zum Beispiel am Anfang nicht angezogen. Wir können uns auch mal, warte mal, wir können uns auch mal unsere Fracht ansehen. Nee, Quatsch, das war der hier. Was war der? Welcher war denn das jetzt? Hallo, da. Irgendwie konnte man das außerhalb, ja. Wir haben also so eine Kettenraute hinten drauf. Die wäre jetzt 163 Kilometer, 162 Kilometer durch die Gegend schaukeln. Es wird Nacht, sehe ich gerade. Wieder Licht anmachen, bevor wir wieder zahlen. Jetzt hoffe ich auch, dass der Verkehr greift. Aber ich meine, das hätte er gerade schon. Ich habe jetzt gerade gar nicht so hinterher mir auf den Verkehr geachtet. Das habe ich am Anfang gemacht. Problem beim LKW-Fahren ist, dass du immer so ein bisschen weiter ausholen musst, um die Kurven zu kriegen und nicht hinten hängen zu bleiben. Da musst du auch schon drauf achten. Da musst du wirklich den Verkehr in beide Richtungen beachten. Beim Rechtsabbiegen, beim Linksabbiegen ja sowieso. Hier auch beim Rechtsabbiegen, weil du kommst immer so ein bisschen in den Gegenverkehr. Es geht gar nicht anders. Ansonsten hast du Probleme mit dem Einparken. Mit dem Rein- oder Rausfahren, mit dem Einparken, klar. Wir fahren beim Einparken immer kurzfristig in den Gegenverkehr und bleiben wir da stehen. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir heute eigentlich? Wir haben heute Sonntag. Die erste Folge hatte ich schon erwähnt. Da brauche ich gar nicht erwähnen, bis ihr das seht. Ist die eh schon draußen. Also die erste Folge. Ich gucke gerade mal, die lädt hoch. Ja, dauert nicht mehr lange. Und was würde ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wäre es auch schön, wie gesagt, wenn man da wirklich so eine Mod hätte oder dass man einstellen könnte beim Parken, dass der die Handbremse automatisch anzieht. Oder ich muss mir die mal aufs Lenkrad legen. Das wäre, glaube ich, einfacher. Scheint so, als kommen wir jetzt in die erste Stadt. Oder wir sind in der ersten Stadt. Vielmehr. Gucken, was es hier so an Details gibt. Aber ich werde zu den Details auch nicht mehr viel sagen. Am besten gar nichts. Ich lasse euch da. Ja, ich möchte, dass ihr euch einen eigenen Eindruck davon macht beim Durchsehen, weil ich will da nicht manipulieren drin. Deshalb werde ich zu meinen Eindrücken hier nicht viel sagen. Da ist eine Werkstatt. Wie gesagt, dass man sich da was ein eigenes Urteil bildet. Ich zeige es einfach nur. Vielleicht gebe ich noch ein paar Mal was von mir, was ich davon halte. Aber ich glaube eher weniger. Weil ich glaube, je intensiver man etwas über irgendetwas erzählt. Ach jo, vor allen Dingen. Ach so.
Wollte gerade sagen, Junge, du hast Vorfahrt, aber ja, beim Abbiegen nicht mehr. Jedenfalls nicht beim Linksabbiegen. Boah, der ist ultra laut. Hört sich die Hupe an. Boah. Komm, wir hören mal aus dem Fenster. Mach mal das, was ich nicht machen sollte, den Motor aus. Oh, hört sich schon cool an. Ich habe den Satz schon wieder verloren, also ich bin heute überhaupt nicht bei der Sache. Nee, was wollte ich sagen? Ich will da nicht so viel drüber erzählen, weil man halt manipuliert. Und je häufiger du erzählst, das ist Kacke, das ist Mist, das ist, ne? Oder das ist gut. Ich habe das Gefühl, je häufiger man das erzählt, desto mehr kannst du Leute damit beeinflussen. Das kann viele Ursachen haben, kann zum Beispiel einfach nur sein, halt einfach die Fresse und ich sag ja und gut ist. Möchte ich eigentlich nicht. Wie gesagt, hier soll sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Dementsprechend zeige ich das einfach nur. Vielleicht gehe ich auf einzelne kleine Dinge ein, aber nicht so aufs Große und Ganze. Vielleicht gebe ich am Ende ein Gesamtresümee, wie mir die Map selber gefällt. Das kann man eigentlich machen. Aber wie gesagt, währenddessen so richtig ins Detail zu gehen, nein, nicht unbedingt. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Überleg's mir noch. Ich bin ja immer so unschlüssig. Aber das wisst ihr ja mittlerweile. Wer diesen Kanal verfolgt, der weiß, ich habe noch nie wirklich Entscheidungen, die ich getroffen habe, wirklich eingehalten. Traurig eigentlich, aber ist so. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Map. Haben wir in dieser Folge noch nicht einmal gemacht. Oder? Ja, ist egal. Wir sind aus der Stadt raus. Die Stadt, kann ich aber sagen, hat mir schon mal relativ oder hat mir gut gefallen. Obwohl noch nicht wirklich viel zu sehen war. Wir müssten das, ich überlege immer noch, wie man das kreativer gestalten kann, dass man von den Städten auch wirklich mehr sieht. Ich glaube, wir haben auch eine realistische Tageslänge hier drin, sonst wäre es wahrscheinlich schon dunkel. Wir haben jetzt 20 Uhr. Wäre im Wind doch? Nee, wir müssten eigentlich noch 2 Stunden Tageslicht haben. Ich weiß nicht, welche Jahreszeit gerade ist. Aber wir müssten noch locker 2 Stunden Tageslicht haben. Hier nicht. 6 Minuten nach 8 wird es dunkel. Könnte also Anfang Herbst sein. Jetzt könnte man dieses Herbstpaket hier reinsetzen, diese Herbstmod. Würde das passen, dann wäre das schon ganz cool. Ich weiß nicht, warum die da stehen bleiben. Kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich, weil hier Gegenverkehr ist. Aber der biegt ab, da hatte ich Glück. Auch der Mond, das sieht so ultra cool aus. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme genauso. Jetzt hat es kurz geruckelt gerade. Wir haben auch gerade ein paar FPS, auch nicht viele, 4 FPS verloren. Ich weiß auch nicht, wie hoch die Grafikskalierung hier eingestellt ist. Ich glaube, wir können mal eben gucken, wie hoch skalieren wir gerade. Wen es interessiert, ich zeige es einfach mal. Wir haben jetzt 400% und ich glaube, das ist auch das Höchste. Wir haben hier Tiefenschärfe, Sonnenstrahlen, Farbkorrekturen. Ich glaube, das sollte man bei dem also bei diesen Grafikdingern gar nicht nehmen. Da muss ich noch mal lesen, ob das überhaupt eingeschaltet sein sollte oder ob wir dadurch was von der Grafikmod rausnehmen. Da schaue ich mal fürs nächste Mal nach. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal lassen wir sie eh raus. Ich habe auch überlegt, dass wir dann doch mal ab und zu auf der normalen Map auch fahren. Das machen wir dann aber, um LKWs zu testen, weil wir da das nötige Kleingeld dazu haben. Weil hier müsstest du erstmal auf diesen einzelnen, auf diesen neueren, die Maps erstmal komplett freischalten. Die LKWs freischalten. Und das ist, wer es schon gemacht hat, es ist eine horrende Aufgabe. Du musst wirklich immense Level haben. Ich glaube, maximal muss bis Level 20 und dann hast du, glaube ich, den letzten frei oder 24. Irgendwie so war das. Wir machen das dann halt auf meinem Hauptprofil, dass wir das benutzen, um LKWs zu testen. Da wir da alles frei haben, die nötig, wie gesagt, das nötige Kleingeld haben wir auch. Oh, wir haben schon wieder nur 30 hier. Jetzt haben wir 90 in der Stadt. Also das ist sehr interessant. Ne, Quatsch, ist das, sind wir innerorts hier? Kann ich gar nicht sagen. Ist das noch eine Autobahn? Eine Stadtautobahn eventuell? Wo wir fahren 60. Ja, wir fahren noch mal ein bisschen langsamer. Wir gucken doch mal hier genauer jetzt. Oradea. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Was ist das? Ernsthaft? Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ganz kurz was erklären, was erzählen, wie ich es gerade empfinde. Wir haben hier ein Vorfahrt-Beachten-Schild, ganz klar. So, hier haben wir
bleib mal ganz kurz hier stehen. Hier haben wir eine Autobahnauffahrt und eine Autobahnabfahrt, wo der Bus gerade oder die Busse gerade runterkommen. Diese Abfahrten und diese Auffahrt haben nie im Leben Vorfahrt. Also die zumindest auf jeden Fall nicht. Normalerweise sind wir auf einer Vorfahrtstraße, weil das ist Blödsinn. Also da wirklich Vorfahrt gewähren, nicht bei Abfahrten. Also das geht nicht. Weil wenn sich da was staut hinter mir, dann staut es sich ja teilweise, es müsste sich ja schon im Extremverkehr, also im Berufsverkehr, dann bis auf die Autobahn hochstauen. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen suboptimal. Hier haben wir dann durchgehende Vorfahrt. Gelb, durchgehende Vorfahrt. Könnte auch noch ein bisschen Straßenschilder hier machen, aber einfach um. Es gibt noch ein anderes Vorfahrtsschild, das ist dann immer nur auf eine Straße beschränkt. Das ist durchgehende, es sei denn durchgehend, ist irgendwann aufgehoben. Dann kommt dasselbe Schild nochmal mit dem Balken durch. Bisschen das in der Fahrschule habe ich noch behalten. Also in Erinnerung behalten. Hier könnten wir eine Garage kaufen. Haben wir aber noch nicht das nötige Kleingeld für. Wie gesagt, es ist ja auch in der ersten Folge schon gesagt worden, wir werden eine Map fahren, wenn es gewünscht wird. Und da werden wir dann hinterher schauen, welche Map ausgewählt wird. Weil ich werde es nicht machen, es sei denn, es kommt zu, es wird gar nicht, dann werde ich mir eventuell selber eine Map aussuchen. Aber in erster Linie liegt es mal an euch zu entscheiden, welche Map möchtet ihr weitersehen. Was gefiel euch am besten bis jetzt? Und. Aber das wird seine Zeit dauern. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen gemacht werden. Wie gesagt, wir testen noch ein paar Maps durch. Also ich bitte da auch so ein bisschen um Geduld. Ich werde irgendwann sagen, so ab jetzt Abstimmung. Aber nicht vorher. Weil wir müssen erstmal alle Maps gesehen haben, bevor man sich entscheiden kann. Ich werde irgendwann sagen, so, das war jetzt die letzte Map, die getestet wurde. Also jetzt für die fürs Auswahlverfahren. Danach werden wir trotzdem, wenn neue Maps kommen, weiter testen. Wir werden auch Maps testen, die wir schon hatten, wenn sie geupdatet wurden. Nur um zu schauen, was sich geändert hat. Oder was dazugekommen ist. Solche Dinge halt. Also Verkehr muss... Ich muss jetzt dann nochmal auf den Verkehr eingehen. Der ist richtig cool hier. Macht Spaß. Hatte der jetzt gerade blaue Beleuchtung an der Seite? Da muss ich gleich mein Video nochmal gucken. So, der vor mir schnallt jetzt auch langsam, dass er schneller fahren darf als 50. Der setzt sich jetzt sogar ab. Hier haben wir ein kleines Dorf. Ich wollte gerade sagen, hier haben wir so ein Gebäude in der Gegend rumstehen, aber ist so ein kleines Dorf viel mehr. Ist auch schöner Wohnen hier. Direkt neben der Hauptverkehrsstraße. Kenne ich, mache ich selber im Moment. Es wundert mich, dass es heute, ja zieh einfach mal durch, dass es heute eigentlich für die Aufnahme so ruhig ist. Obwohl, liegt am Sonntag, nein, nicht unbedingt. Weil es war auch am Sonntag hier schon mal richtig terz, weil, keine Ahnung, Hauptverkehrsstraße eben, ne? So, wir sind schon wieder außerhalb. Schade, schade, schade. Wie gesagt, ich würde gerne mehr Stadt zeigen, aber wenn die Routen es nicht geben, können wir es nicht machen, ne? Wie gesagt, ich gehe da mal auf die SISL ein. Ich hätte auch schon gerne einen Beifahrer, Beifahrerin hier sitzen. Wie gesagt, sie macht nichts, sie/er macht nichts, er guckt einfach nur. Aber du kannst ihnen irgendwelche Dinge geben. Ich glaube, die haben ein Handy in der Hand, Tablet. Das sieht zumindest aus, als wären sie beschäftigt, nur sie bewegen sich halt nicht. Wo wäre schon ein bisschen gruselig. Du guckst zur Seite und da sitzt jemand, der bewegt sich dann auf einmal. Ich weiß nicht. Hier haben wir wieder ein kleines Dorf. Also Dörfer sind hier recht häufig zu finden. Oder relativ häufig. Wir fahren auf einer Hauptverkehrsstraße 50. Das finde ich jetzt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier ist 50 durchgestrichen. Mal gucken, ob der Route Advisor das auch weiß. Ja. Wir können wieder 80 fahren. Das heißt, wir fahren 85. Wir könnten rein theoretisch, wie gesagt, 90 fahren, aber... Oh. Kurve mit Steigung, was ich jetzt gemacht habe, war total irre. Das war viel zu schnell fast für die Kurve. Boah, was ist das für Kurvengeschlängel hier? Das ist ja Irrsinn. Ja, wir bremsen doch mal ein bisschen manuell runter. Doch mal auf die Bremse treten. Weil jetzt wird mir ein bisschen zu kurvig hier. Aber es macht Spaß. Macht Spaß. Wir können auch irgendwie Fernlicht einschalten, aber ich glaube, die Taste habe ich nicht belegt.
Schade eigentlich. Müsste ich mal nachholen. Aber wir sind nicht mehr so lange unterwegs. Wir sind noch 39 Kilometer unterwegs. Und da wird sich das jetzt einfach nicht mehr lohnen, weil ich hoffe, dass wir jetzt auch mal langsam wieder in eine Stadt kommen, wo so ein bisschen was zu sehen ist. Obwohl jetzt die Stadtbeleuchtung zu sehen im Dunkeln, das wäre interessant. Wir haben übrigens 22 Uhr. Ich habe es gar nicht gesehen. Wandest du doch ein bisschen da hinten? Sieht man noch den Rest von der untergehenden Sonne? Oder ist das jetzt so? Wir warten mal, ob es dunkler wird. Also die untergehende Sonne ist hinter mir, das weiß ich. Was wollte ich sagen? Hier mit der Stadtbeleuchtung. Hier sieht es schon relativ gut aus. Aber ich hätte das eigentlich auch ganz gerne mal in einer Stadt gesehen. In einer größeren Stadt. Ich bleibe auf 60. Ich weiß, dass ich hier 50 darf. Wie das dann aussieht. Alleine schon, wenn man drauf achtet. Das ist mir aber vor längerem schon aufgefallen. Wenn man unter den Laternen durchfährt, müsst ihr mal aufs Lenkrad achten oder so. Die Spiegelung, die da durch, also die Reflexion, die da durchgeht. Es ist cool gemacht. Es ist schon sehr, sehr realistisch. Also zumindest was das Licht angeht, hier ist es realistisch. Hier ist eine Autobahnzufahrt. Ich glaube, das ist eine von den neueren. Gucken wir mal. Weil die 132, hatte ich jetzt auch gesehen, hat neue Autobahnauffahrten. Was nicht, obwohl, das ist eine Map für die 132, ob das direkt übernommen, ja, muss man ja übernommen haben, zwangsläufig, sonst hätten wir sie ja hier nicht. Und wir sind gleich da. Schade, wir haben wenig, warte mal, wir gucken mal was, wir springen mal auf die Map. Boah. Alter, guckt euch die Städte an und das ist eine, sag mal, das ist eine Standalone-Map. Wenn die wirklich alle zu befahren sind, und davon gehe ich aus. Oh mein Gott. Es kann aber auch sein, dass es wirklich nur die Ecke hier unten ist, weil Wien und so, das hat mit Rumänien eigentlich nichts zu tun. Brno ist, ja, Prag. Kann sein, dass es auch nur die Ecke hier unten ist. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Ich bin jetzt gerade kurz überfordert. Debrecen, Kosice, Budapest, ich glaube hier unten Bratislava ist schon auf der originalen. Sind auch teilweise von der DLC, ist Italien DLC zu sehen. Ich weiß es nicht, wir müssen mal gucken. Ach, jetzt wollte ich auch gucken, ob wir, Mann, durch eine Stadt fahren noch. Oh, das war zu weit. Wir sind da. Ja, wir fahren durch ein kleines Dorf. Also durch ein kleines Nest kommen wir noch. Weil wie gesagt, mich interessiert die Beleuchtung, wie die aussieht. Straßenbeleuchtung sehen wir ja schon hier, sieht richtig gut aus. Aber die Beleuchtung einer Stadt selber, das ist es natürlich ein bisschen mehr Licht. Mich würde interessieren, ob es Einfluss auf die FPS nimmt und in erster Linie generell, wie es aussieht. Das sieht schon nach größer aus. Ist jetzt nicht so hell wie erwartet. Ich hätte jetzt eigentlich schon fast so eine, ne? Ich weiß schon, was ich meine, erwartet. Aber es sieht echt cool aus. Ich meine, ohne dieses Ding wäre entweder gar kein Fenster oder alle Fenster beleuchtet. Aber auch da will ich nichts Falsches sagen. Das werden wir uns alles noch in der originalen Map anschauen. Wir fahren leider nicht weit genug rein. Mal gucken, was wir hier noch sehen. Ich bin jetzt schon vorm Kreisverkehr am Blinken. Natürlich wieder in den Kreisverkehr, ohne zu gucken. Erstmal einen Bordstein mitgenommen. So. Sind wir schon da und jetzt, warte mal, ne, wir haben ja das Geblinke, jetzt hätten wir nämlich ein Problem, ich glaube, ich habe gerade tierisch übersteuert, jetzt hätten wir nämlich ein Problem mit den Pylonen, ich weiß gar nicht, ob man die hier wirklich sehen würde. So, wir gucken erstmal da. Ist natürlich jetzt die billigste Art des Einparkens überhaupt, aber auch das kann man tatsächlich verkacken, so wie ich jetzt. Ich bin nämlich falsch, ich habe es falsch eingeschlagen, glaube ich, so. Stück drüber rausfahren. Ja, wir haben schon getroffen. Aber ich würde ihn gern gerade hinstellen. Oh, jetzt ist das wieder so laut hier. Entschuldigung. So, einigermaßen gerade. Jetzt einfach nur noch gerade nach hinten. Und jetzt klimmt er nicht rein. Warum nicht? Hallo? Doch, ein Stück drüber, aber wir haben ihn. Oh, ich mach mal wieder den Kopf rein.
So, jetzt gucken wir noch die Erfahrungsprobe, die wir kriegen. Wir haben 34 Minuten, zwei Fahrten, ist eigentlich ganz okay, um eine Map mal kurz zu zeigen. So, in diesem Sinne, mit dem schönen Scania im Vordergrund, bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Test.